vergiss niemals, wo ich herkomme. Mannheim ist halt klein, jeder kennt jeden. So eine Stadt wie so eine Familie. Meine Familie ist allgemein, ich sag mal, fußballkrank. Die haben einfach das im Blut gehabt. Ja, das war ja früher immer so. Man hat ja allgemein, wo man klein war, Fußball geliebt. Nach der Schule ging man immer direkt zum Käfig und hat immer mit den Jungs zusammengespielt. Haben die Älteren mich auch immer akzeptiert. Das war auch nicht immer so einfach. Weil man jung war, musste man immer vom Platz, vom Käfig runtergehen. Aber bei mir war das immer so, dass ich mitspielen durfte. Ich wollte mich immer beweisen, nie aufgeben, weil ich immer besser sein wollte als die anderen. Das war dann auch gut zu spüren, was Härte betrifft. Die waren alle robuster und kräftiger. Und das hat mich noch ein bisschen stärker gemacht nach einer Zeit. So keine Angst zu haben, einfach auch drauf zu gehen, wie die es gemacht haben. Als ich das erste Mal auf den Platz getreten bin, war ich sehr nervös. Vor 30.000 Publikum, Zuschauer gespielt. Und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und dann hat man einfach auch nochmal gemerkt, wie schön das Fußball sein kann. Deswegen war das so für mich unvergesslich, die ersten Momente. Ich finde, dass ich im Spiel nicht so viel nachdenke, wenn ich den Ball habe. Man denkt sich, man merkt es im Spiel gar nicht, aber man hat so viele Ideen. Ja, versuche dann alles zu geben, um das Spiel zu gewinnen. Ich finde, eine Fußballschuhe jetzt in jetziger Zeit ist das wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn es um die Freischüsse geht, spürt den Schuh kaum. Die Leichtigkeit ist da, man fühlt sich einfach viel wohler. Man kann damit vieles auf jeden Fall anfangen. Meine höchste Quote erreichen, was es im Fußballbereich gibt, weil ich ganz genau weiß und in auch schwierigen Situationen auch ja, Spiele entscheiden kann.